Spaß, Teamwork und Schlamm stehen auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt beim Obstacle City Run. Ganz nach dem Motto, mit Spaß an die eigenen Grenzen geht es in die zweite Runde des Hindernislaufs. Richtig Spaß gemacht, auch ein super geiles Team dabei gehabt. Also wir vier, echt Bock gemacht. Und das für klein und groß. Denn egal ob mit der Family über 3 Kilometer, den Arbeitskollegen oder Freunden über 6 oder 12 Kilometer, beim Obstacle City Run kommen alle voll auf ihre Kosten. Ein Hindernisparcours, einmal quer durch den Olympiapark. Die Strecken wurden etwas abgewandelt, sodass es in diesem Jahr zum Beispiel auch am Osttor vorbeigeht. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit. Wir freuen uns riesig, dass so viele Berlinerinnen und Berliner den Weg gefunden haben. Über 2.500 sind heute da und 31 Hindernisse haben wir versprochen. 32 haben wir draus gemacht. Wir haben noch spontan ein 32. aufgebaut und ja, die Leute finden es super. Und auch hier ist natürlich einiges neu. In sich haben es aber dennoch alle. Mal wird es nass, mal matschig, mal geht es nach oben, mal nach unten. Und manche kniffligen Aufgaben lassen sich nur im Team lösen. Im Ziel dann aber ein breites Grinsen bei allen Teilnehmenden. Erschöpft, aber glücklich laufen sie über die Ziellinie. Und natürlich gibt es dann auch die verdiente Finisher-Medaille. War wirklich richtig geil. Richtig gut. Die Hindernisse waren anspruchsvoll, aber machbar, schaffbar im Team natürlich. Also als Team zusammen. Auch schön, wirklich mal rein in den Wald, runter in den Dreck. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Den Termin könnt ihr auch schon mal fett im Kalender markieren. Am 28. September 2024 kommt der Obstacle City Run zurück in die Hauptstadt. Anmelden könnt ihr euch jetzt schon ganz einfach unter www.obstacle-city-run.de. Und freut euch auf jede Menge Spaß, Teamwork und die richtige Menge Schlamm.